Hey Leute, willkommen zurück zu Fallout New Vegas, Honest Hearts. Ja, wir brauchen den Zwingerschlüssel übrigens. Ihr seht es gerade nochmal oben in der Questbeschreibung, aber ich glaube, hier finden wir auch noch was, was wir benötigen. Ja, im Labor X13 wurden wohl die Nachtpirscher erforscht, wie ihr hier seht. Also, man sieht es jetzt nicht wirklich, aber ich glaube, die wurden hier erforscht. Warte mal, kann ich die vielleicht... Okay, nee, ich brauche wohl noch immer die Frequenz für hier, dass ich da weiterkomme. So, apropos weiterkommen. Ich glaube, zum Tarntestlabor kommen wir hier, indem wir diese... Geht das überhaupt? Blaues Blut. Okay. Regeln wir mal den Aufzug. Datenerfassungsfeld online. Bitte verwenden Sie das unten stehende Terminal, um die Benutzersynchronisierung zu beginnen. Ah ja, das ist übrigens unser Anzug, dieser Tarnanzug, der redet mit uns. Also wundert euch nicht. Das ist ganz normal. So. Ein Forschungsterminal, Nachtpirscherforschung. Ich glaube, dass das neueste Serum sich als Erfolg erwiesen hat. Unter menschlicher Beobachtung bleiben die Kreaturen sichtbar. Das kennen wir doch schon. Tarnfähigkeit nutzen können? Nee, ich glaube, das hatten wir schon. Naja. Versandnotiz, Testobjekt. Das kennen wir alles, glaube ich. Naja, muss ich nicht noch tausendmal lesen, das. Das habt ihr alles schon gehört. Hallo. Na? Wie kommt mir alles so gleich vor hier? Sieht alles so gleich aus. Ranch. Ah, sehr gut. Noch besser. Sag mal, die haben ganz schön viel Cola gesoffen hier. Kann das sein? Nuka-Cola-Junkies. Was ist denn das? Oh. Cool. Richtiges Büro hier. Interessant. Ich behalte aber mal meine Axt. Oh, Terminal. Ja, wie gut, dass ich alles kann. Protection ist es nicht. Es ist vielleicht Decimating. Oder Ceremonies? Ja, es ist Ceremonies. Nicht Ceremony. Achso. Habe ich die Tür jetzt entriegelt? Ja. Oh Gott, das ist ein bisschen größer hier alles, ne? Ich werde mich erstmal hier umsehen. Vielleicht darunter. Ach komm, diese ganzen... Hier sind überall Kisten und da ist immer so ein bisschen was drin hier, ne? Das ist total ekelhaft. Hätte ich da nicht ein paar weniger hinlegen können, dass ich da nicht so viel durchsuchen muss? Ich meine, ich muss nicht, aber ihr kennt mich. Ich bin da eben so. Oh, hi. Aha. Geschützturm. Mag ich sowas. Energiezellen sind super. Problem ist nur, dass das alles Gewicht hat. Und Belohnungssafe. So, so, so. Was haben wir denn hier? Testauswahl. Grundlegender Infiltrationstest. Dies ist der grundlegende Tarntest. Die Roboter werden uns suchen, aber wir werden nicht zulassen, dass sie uns finden. Okay, das ist schön. Für diesen Test müssen Sie ein Dokument aus dem Büro des Administrators stehlen, ohne von den patrouillierenden Robotern bemerkt zu werden. Ein erfolgreicher Versuch wird automatisch die Software des Anzugs updaten und einen Gegenstand im Versorgungsschrank als Belohnung ausgeben. Erfolg! Erreichen Sie das Büro des Administrators und stehlen Sie das Dokument, ohne bemerkt zu werden. Fehlschlag bemerkt werden. Das ist ja relativ easy peasy. Wir leuchten wie ein Weihnachtsbaum. Es ist scheißegal, weil ich das geskillt habe, du olle Plunz. Ja gut, wo sind denn die Roboterwachen? Ich sehe hier gar nichts. Ist kurios. Ich höre was rattern da drüben, aber... Zählt das zu Roboterwachen? Na komm. Wer braucht schon... Ne. Bin zu voll. Oh. Der ist gescheitert. Okay. Das ist ja mies. Man sieht die gar nicht auf der Karte. Na gut, doch. Man sieht sie, aber... Oh Gott, wo ist das denn? Well. Werden wir beobachtet? Halt die Schnauze! Nee. Ja, geil. Oh, guck mal. Bin ich hier im Büro des Administrators? Was ist das denn? Laserstopper... Aha. Wow. Wow. Das hätte ich vielleicht nicht tun sollen, beziehungsweise ist es ja egal, aber... Das Büro, ist das hier, dieses Büro, oder muss ich die erst aktivieren, die Quest? Ich weiß gar nicht, welche Aufgabe ich denn aktuell habe. Aha.
Grundlegender Infiltrationstest. Das ist hier unten sogar. Das ist ja gar nicht so schwer eigentlich. Muss nur aufpassen, dass ich da keinen Roboter in die Arme laufe. Oh oh. So weit, so gut. Cosmic Knife? Achso, die kosmischen Messer. Au. Es sind ja gerade mal zwei Robo hier, ne? Sind die denn so aufnahmefähig, dass die überhaupt was sehen? Kann ich die auch nicht kaputt machen? Das wäre voll gut. Ich würde mich gerne um Ecken lugen irgendwie. Ist das das Büro des... Nee. Keine Ahnung, Leute. Nein. Na. Alter. Ich hasse diese Schlösser. Das ist Millimeterarbeit. Ist das hier das Büro? Vielleicht, wenn ich hochgehe... Ja. Könnte sein, oder? Das könnte sein. Hä? Ja, und jetzt? Ach, guck mal, wie mies. Ich kann da einfach abkürzen, wenn ich darüber klettere. Tschüss! Was soll ich hier klauen jetzt? Ach. Aus dem OneSafe X13-Dokument. Testdaten verarbeitet. Firmware auf Version 1.1 aktualisiert. Stiefeldämpfungssensoren online. Oh oh. Ach so, das gehört so. Sind die jetzt alle feindlich oder wie? Hoch in X13? Nein. Nicht mal der Tarnanzug verbirgt sie vor meinen Roboskorpionen. Oh. Böse Roboter. Böse, los, böse Roboter. Zeit zu enden. Oh, guck mal, das geht richtig gut. Das ist ja geil, Leute. Ich bin voll der Berserker. Warum sehe ich dich nicht auf der Karte? Das war's. Sehr schön. Hallo, Sir. Hallo. So. Ja, sehr lustig. Das war's jetzt schon? Warte mal, ich habe doch diese Dämpfung jetzt bekommen. Heißt das, ich kann besser schleichen? Ja, das hier ist übrigens richtig super. Gesundheitsregeneration. 25 Schleichen. Okay, hat sich um 10 verbessert. Was hätte ich jetzt gemacht? Hätte ich schon alles hier auf Maximum? Dann wäre es total egal, ne? Dann wäre das total egal. So, komme ich jetzt? Oh. Roboskorpion, greifen Sie nicht gewachsen. Können gar nichts. Der blöden Roboskorpion. Hoffentlich tut es nicht zu sehr weh. Wir haben nämlich kein Medex mehr. Oh, das ist ja furchtbar. Grundlegend fortgeschritten ein Filter. Dies ist der erwartete Test. Achte auf Laserstolperdrähte. Die können einem nämlich ganz schön den Tag versauen. Ja, das ist genau dasselbe. Erfolg, erreichen Sie das Büro des Administrators und bemerkt werden ist der Fehlschlag. Weißt du was, das... Hm. War das die Roboter? Oh nein. Kleines Mistvieh. Ich mach das jetzt am besten genauso, oder? Das war's. Autsch. Ach, die sind jetzt wieder verschlossen. Die... Okay. Ja, jetzt weiß ich, was ihr meintet, weil ihr sagtet, manche finden das DLC nicht gut, weil es wäre sehr repetitiv. Das heißt, man muss halt eben viele Sachen wiederholen. An sich habe ich da kein Problem mit. Ist ja immer wieder vom Aufbau her anders, so ein bisschen. Was ist denn hier noch alles? Oh. Das ist das Büro des Administrators. Muss ich doch... Warte mal, wo ist denn das? Nee, ich... Warum springst du nicht auf die aktuelle Aufgabe, du Arsch? Da ist es doch. Ja, da bin ich ja hergekommen, nicht wahr? Da war ich ja. Alter. Diese schweren Schlösser, das ist echt Millimeterfutzelei. Schlösserknacken funktioniert so nicht bei Steckschlössern, habe ich schon mal erklärt. Man, man, man. Komm mal, easy. Testdaten verarbeitet.
Firmware auf Version 1.2 aktualisiert. Akustisches Subnetz online. Man könnte jetzt argumentieren, dass ich mir das Ganze ein bisschen zu einfach mache und ich es doch so spielen sollte, wie es gedacht ist. Aber ihr wisst vielleicht, dass das Schleichen hier nicht besonders gut funktioniert. Wahrnehmung plus 1, das ist super. Yay, und ein Level up. Energiewaffen. Ich glaube, das macht hier nur Sinn, oder? Und, warte mal, dieses Laser-Ding habt ihr gesagt, soll ich mal nehmen. Mr. Laser. Wo ist es denn? Läuterer? Immer draufhalten, Lektion gelernt, Nerven und Stahl. Nee, das wär's nicht. Was ist denn dieses Laser-Futzi-Lebensspender? Leichter Schritt, Lehm in der Hand. Laser-Commander. Energiewaffen 90. Ah, Mann. Aha, mit Laserwaffen steigt ihre Chance um 15% auf kritische Treffer. Nee. Mit Laserwaffen steigt Schaden um 15 und kritische Treffer um 15. Um 10. Ja, ne? Ihr wisst schon. 15 mehr Schaden und 10 kritisch. Hm, was nehmen wir denn? Oh, warte mal. Nee, das bringt ja nichts. Ich kann ja eh nur einen Perk. Schwer. Okay. Nein, das ist alles Quatsch. Aber Tager. Schwergewicht. Na komm, wir nehmen Schwergewicht. Vielleicht sparen wir dadurch ein bisschen Gewicht. Alles, was über 5 wiegt, ist halt leichter. Hallo, Sir. Hallo. Hallo. So. Ja. Gibt's noch einen fortgeschrittenen? Wo komme ich jetzt nochmal zurück dahin? Ich weiß. Ach so, da sind wir ja schon wieder. Hahaha. So, Mikrofusionszelle und Fixing Things. Gibt's noch einen Profi-Test? Ja, Expertentest. Dies ist der ultimative Tarntest. Oh. Wenn du dachtest, die Laser waren schlimm, solltest du mal auf die Annäherungsminen warten. Ach, Kinderkacke. Wisst ihr auch warum? Weil ich es genauso mache wie eben. Nämlich sehr einfach. Oh, die haben die wieder verschlossen jetzt, ne? Ja, ja. Das nenne ich mal Infiltration. Warum soll ich mich hier durchschleichen, wenn ich es auf diese Weise machen kann? Warum soll ich nicht den Weg des geringsten Widerstands gehen? Ich meine, so ist es ja auch gedacht. Das ist kluges Infiltrieren, Freunde. Aha. Wow. Warum hat das eben gepiepst? Ich war nicht mal annähernd da. Was ist das, diese Laser? Testdaten verarbeitet. Firmware auf Version 1.3 aktualisiert. Cool. Torso-Komponente auf Körperbau des Benutzers abgestimmt. Das heißt? Beweglichkeit plus 1. Ja, das ist cool. Brauche ich zwar nicht, aber ist cool. Ich meine, ich bin schon sehr gut mit Waffen und so weiter. Jetzt noch ein Profi-Test? Frage ich mich ja jetzt. Also nochmal Profi. Oh, okay. Testauswahl. Aha. Roboter Gehorsamstest. Dies ist der Roboter Kompatibilitätstest. Wenn du dich an einen Roboter heranschleichst, könntest du ihn deaktivieren. Das ist wirklich kinderleicht. Aha. Für diesen Test müssen Sie alle aktiven Roboter ausschalten, ohne bemerkt zu werden. Wir müssen den FGG, Feldgehorsamsgenerator, des Anzugs auf die richtige Abweichung kalibrieren. Alle Sicherheitsvorrichtungen sind aktiv. Ein erfolgreicher Versuch wird einen Gegenstand im Versorgungsschrank als Belohnung ausgeben. Ja, alle Roboter ausschalten, ohne bemerkt zu werden. Dann muss ich das wohl tun, ne? Weiß ich gar nicht, wie das funktioniert. Entschärfen. Ah, ne. Hacken. Ach so, blau bedeutet... Du bist für alle Zeit schon bester Freund. Wir haben eine Mine ausgelöst. Wenn du zurück zu... Ja, bla bla bla, das ist... Nein, das gibt's bei mir nicht. Ich war nicht mal drin in diesem Laser. Heißt das, ich muss nur in die Nähe kommen und das ist schon falsch, oder was? Okay. Hallo. Werden wir beobachtet? Deine Mutti wird beobachtet. Jetzt einfach mal alles. Schade. Was? Wir haben eine Mine ausgelöst. Was für eine Mine? Da ist keine Mine. Das piepst einfach nur dumm.
Schade. Wir haben eine Ja, das war die Kamera, ne? Okay, okay, jetzt habe ich es verstanden. Oh nein. Alter Schwede, hier piepst es halt echt überall. Nein! Okay, na, das finde ich jetzt total uncool. So ein blöden Schleichtest. Okay, der, warum ist der denn... Verstehe ich jetzt nicht. Diese dummen Kameras. Kann ich denn die Roboter auch so hacken, wenn ich die anpacke? Das wäre halt jetzt eine Frage, ne? Wahrscheinlich ist es echt nicht so schwer. Muss halt nur sehen, wo sie sich hinbewegen, die Dinger. Miau. War es das schon? Nee. Diese Kameras, warum kann ich die nicht deaktivieren? Finde ich ja recht schade, dass das nicht geht. Ach, das war doch eine Mine. Dann hat sie gar nicht Quatsch geredet. Wo sind die denn? Wo? Das ist doch nicht die Kamera. Guck mal, das ist irgendwo eine Mine, die hier liegt. Mich bemerkt nie jemand. Aber das Pip-Boy-Licht bemerken sie schon. Das kann ja wohl nicht sein, dass die so einen hohen Radius haben, diese blöden Minen. Das kann ja wohl nicht sein. Testdaten verarbeitet. Yay. Firmware auf Version 1.4 aktualisiert. Impulsbeschleuniger online. Impulsbeschleuniger? Plus Schleichgeschwindigkeit. Lulululu. Ja, man sieht es ja immer oben. 20% Schleichgeschwindigkeit. Alter, Leute, das ist ja cool. Und... Special Training. Was? Ich hab's da rausgeholt. So. Und Schleichen erhöht. Geht's noch was? Schade. Ich glaube nicht, dass ich hier noch was lernen kann. Aber wenn du es wiederholen möchtest, ist das kein Problem. Oh, Laserpistole. Ja, komm, mach das. Ach, da ist die Mine. Schade. Wir haben eine Mine ausgelöst. Wenn du zurück zum Terminal gehst, um den Test neu zu starten, werde ich mich nächstes Mal mehr anstrengen. Warum willst du dich anstrengen? Egal. Die sind sehr komisch, die Teile. So, was haben wir denn noch? Kehren Sie zum Experimentterminal zurück. Ich hab's ja schon gemacht. Testauswahl. Nee. Muss ich den jetzt nochmal machen? Ach nee, dann lasse ich die Quest halt offen. Ist mir egal. Ich hab's jetzt halt fälschlicherweise. Okay. Den Schlüssel finden. Wo ist das denn? Da muss ich raus? Nee, ich bin hier noch nicht fertig, Leute. Ich musste noch was holen. Das kann nicht nur der Anzug gewesen sein, oder? Da geht's wieder raus. Oh. Schluss mit Schleichen. Jetzt wird gekämpft. Das ist schön. Erstmal nicht. Erstmal nicht. Ich werde jetzt bestimmt hier nicht alle Büroräume durchsuchen, aber ich will noch mal kurz schauen, ob es hier noch etwas gibt, weil da stehen noch Terminals. Da ist eine Truhe mit Duct Tape. Und Scrap... Na gut, die brauche ich jetzt nicht. Muss halt Zeug sammeln für Reparaturkits. Auch wenn ich jetzt mit der Axt ein bisschen rumschwinge. Wing. So, Techniker-Terminal. Feldpistolen Prototyp kennen wir schon. Testbeobachtungen. Ich habe Mendoza beobachtet, wie er durch die verschiedenen X-13-Tests gestolpert ist und habe einen kritischen Fehler im Stolperdraht-Emitter-Aufbau gefunden.
Ein begabter Wissenschaftler oder jemand mit fortgeschrittenem Wissen in Elektronikreparatur könnte das Gehäuse aufbrechen und den FFI-Schaltkreis hacken, sodass das momentane Testsubjekt ignoriert wird. Ich werde sehen, ob ich die Gehäuse verstärken kann, gleich nachdem die Projektleiter diese Woche die Einrichtung besucht haben. Interessant. Interessant. Man kann das ganze System also richtig schön bescheißen. So wie sich das gehört. Bösewichte wurden besiegt. Ja, hab ich gut gemacht, ne? Ja. Zwei Stück. Mentats. So, Testgebiet A, Bewertung. Chayanov hat mich neulich den ersten Test der Einrichtung zum Testen der Stolperdrähte und Annäherungsminen durchlaufen lassen und der Anzug hat dauernd gescheuert. Mori sagt, dass irgendwelche Firmware-Updates die Passgenauigkeitsfähigkeit des Anzugs repariert haben, aber ich bin mir da nicht so sicher. Die Beine haben ständig abgebunden und der Rumpf war lächerlich eng. Vielleicht sollte ich damit aufhören, Fancy-Lads aus Lauchs Vorräten zu stehlen. Was zur Hölle? Was ist der zu dick für den Anzug? Was zur Hölle ist sein verdammtes Problem? Alles, was ich getan habe, die letzte Ausgabe von La Fantoma zu lesen. Und dieser Grießkram Kallis nennt mich einen Schmierbratz. Was ist denn Schmierbratz? Was zur Hölle ist denn überhaupt ein Schmierbratz? Lustig. Haha, mein Name ist Butz. Der Witz war schon in der Schule uralt, mieser Snob. Tut mir leid, musste das nur loswerden. Butz. Butz Alsmann. Butz. Butz, Butz, Butz. Vorschlag. Ich habe festgestellt, dass Ihre Arbeit in letzter Zeit stark nachgelassen hat. Das scheint von einem bemerkenswerten Gewichtszuwachs innerhalb der letzten paar Monate begleitet zu sein. Ich habe ein Implantat entwickelt, das nachweisbar in Labortieren die Leistung erhöht und gleichzeitig das Gewicht reduziert. Zugegeben, wir haben noch keine Testreihen mit Menschen durchgeführt, aber ich bin sicher, dass es vollkommen sicher ist. Bitte vermeiden Sie auch den Verzehr von Snacks im Labor. Wenn Sie eine weitere Kamera beschmieren, werde ich jegliches Essen in der Einrichtung untersagen. Dr. Kallis. Ja, die sind ja voll nett miteinander. Essen verboten. So, hat er nur Äpfel da drin. Hauptsache gesund, ne? Komm, nehmen wir alles mit. Okay, ich glaube, soweit. Was ist das denn? Da leuchtet das eine Mine. Okay. Ne, Leute, ich weiß nicht, habe ich hier was vergessen? Könnt ihr mir gerne schreiben, weil, nö. Ich habe keine Ahnung. Habe ich? Habe ich nicht? Der Helm wahrscheinlich noch. Irgendwo gibt es hier vielleicht noch den Helm. Naja, wie gesagt, ich würde mich freuen über die Kommentare, wenn ihr wieder was sagt. Wenn ich was vergessen habe, weist mich gerne darauf hin. Ansonsten ein paar Likes und ja, schaltet wieder ein zu Fallout New Vegas Old World Blues.